so wie momentan die Lage aussieht, kann ich mir nicht vorstellen, dass es mit Zuschauern am 27. Juni beginnt. Und der Tour de France-Chef hat ja gemeint, er will die Tour nur mit Zuschauern durchführen. Und genau. Das halte ich schon für sehr, sehr, sehr schwierig. Aber ja, wenn man das vielleicht um 1,5 Monate verschieben kann, dann sieht diese Lage wahrscheinlich schon wieder besser aus. Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall extrem wichtig für den Radsport, dass die Tour stattfindet. Und ja, es wäre einfach wichtig, dass die ausgetragen wird. Natürlich ist es nicht so schön als Fahrer oder auch für die Zuschauer, wenn man die vor verschlossenen Türen stattfinden lässt. Aber besser wie gar keine Tour wäre sicherlich. Das ist natürlich extrem schwierig, wenn man dann jetzt ja, keine Rennen hat und dann das Team finanziell noch ja, ziemlich am Wackeln ist, die Gehälter gekürzt werden. Ich denke, das ist auch motivationstechnisch natürlich nochmal schwieriger.